mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen. Woo! Zu einer nicht langen neuen Ausgabe Hello. Bundesliga live. Hier aus dem Hamburger Olympiastadion. Am Rosenmontag. Am Rosenmontag. Stimmt, heute ist Rosenmontag. Heute ist Rosenmontag, in fast allen anderen Städten. Ja. Außer hier in Hamburg merkt man ja nichts davon. Zum Glück. Ja. Das Einzige, was mich wirklich traurig macht, ist, dass man nicht frei hat. Ja. Gibt eh sehr wenig Feiertage in Hamburg. Hamburg ist das schon mal aufgefallen? Gearbeitet. Hamburg ist Arbeiterstadt. Ja. Hier wird nur gemalocht. Das heißt ja immer, in Hamburg leben die meisten Millionäre, weil aber auch einfach die Leute hier ein bisschen härter arbeiten. Ja. Wir machen auch was für unsere Millionen. Ja. Wenn du, ist einfach so. Wenn du in Hamburg nicht Millionär bist, ziehst du nach Bremen. Nee, gut. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben fantastische Sendung. Wir sind auch beide ein bisschen im Super Bowl-Kater. Also wir haben wenig geschlafen. Mhm. Aber was ein geiles Spiel. Also es war qualitativ nicht geil, aber es war super spannend. Es war super spannend. Es war mit einer der geilsten Super Bowls, so, an die ich mich erinnern kann. Wobei ich sowieso mich nie an irgendwas erinnern kann. Aber es war mega spannend. Und hat sich dann am Ende ein bisschen gezogen tatsächlich. Ich dachte irgendwie, oh, der ist ja relativ schnell fertig. Aber dann hat es doch irgendwie gedauert. Und es war halt geil, weil die Prämisse sozusagen vor dem Spiel war so krass, weil alle gesagt haben, die Panther mit ihrer unfassbaren Offense nur ein Spiel verloren in der gesamten Saison. Das wird eine klare Nummer, eigentlich haben alle gedacht. Und dann hat man aber gesehen, Defense wins Championships und sag ich ja immer. Ne? Ich sag ja immer, Defense wins Championships. Ja, ist ja von dir das Zitat. Von mir das Zitat. Ja. Tobi, hast du es auch gesehen? Nein. Interessiert dich nicht. Ne? Ich wollte nämlich mal wissen, wie das Pressing von den Broncos war eigentlich. Ich bin immer noch der Meinung, dass es nur einen Football gibt auf der Welt. Ja, aber das ist ja nur eine Namenssache. Ja. Ja, also der Sport macht schon Spaß. Vor allem, was ich so gut finde, ist, dass die nicht rumheulen. Also wenn denen das Knie umgedreht wird, und zwar so, dass es nur noch an zwei Sehnen hängt, dann lassen die sich mit einem Golffahrzeug vom Rasen fahren, aber haben ihren Helm abgenommen und gucken dann so leicht frustriert nach unten, weil sie denken so, scheiße, Spiel ist vorbei. Wenn du Fußball guckst und da kommt jemand, sagen wir mal, in weniger als 10 cm Nähe eines gegnerischen Stollens, dann schmeißt er sich auf den Boden, schreit, heult rum, fordert lauthals das Karriereende des Gegenspielers. Und nur um dann aufzustehen. Und kein Schwein interessiert es mehr. Und das, weißt du was, das nervt mich am meisten, dass es keinen mehr empört, dass sich irgendjemand nach einem gestreckten Bein, das nicht getroffen hat, auf den Boden wälzt, als wenn ihm irgendwie gerade, was weiß ich, eine Kobra gebissen hat. Und dass da keiner mehr drüber redet, weil jeder nimmt es hin, weil es ist halt einfach beim Fußball so. Und das hast du beim American Football nicht. Und das fand ich sehr erfrischend. Und außerdem fand ich es auch sehr erfrischend, dass Peyton Manning, der alte Sack, gewonnen hat. Ja, mir hat aber Cam Newton ein bisschen leid getan. Aber habt ihr sein Interview gesehen? Interview. Interview. Also danach ist ähnlich wie in der Bundesliga, gibt es danach natürlich noch eine offizielle Pressevorführung. Und die Spieler sind natürlich vertraglich verpflichtet, dann auch Rede und Antwort zu stehen. Er war zwar da, aber er hat halt quasi einsilbig irgendwie mit Ja und Nein geantwortet und ist dann irgendwann rausgegangen. Ist kein so ein guter Verlierer, glaube ich. Aber er hat mir auch wirklich leid getan, weil man muss wirklich sagen, ich glaube schon, ich weiß nicht, er war so unter Druck die ganze Zeit und ich hatte so das Gefühl, er hat sich auch gedacht, fuck, hätte ich eine bessere O-Line, wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen. Wobei die Broncos halt einfach, das können sie nun mal einfach richtig gut. Das war richtig gut gemacht. Aber er hat mir schon leid getan. Ja, mir hat er nicht so leid getan, weil Cam Newton, erstmal ist der Mann, glaube ich, 25. 26. 26 und hat, glaube ich, noch diverse Chancen, Titel zu gewinnen. Und außerdem, der Typ, er polarisiert. Er ist so ein bisschen arrogant. Cristiano Ronaldo hoch 3, das ist American Football. Und er wird MVP und zieht direkt am nächsten Tag goldene MVP-Schuhe zum Super Bowl an. Das ist halt einfach nicht bescheiden. Und er haut auf die Kacke, er redet die ganze Zeit nur über sich. Und in dem Moment, wo er verliert, wo er wirklich Größe zeigen kann, sitzt er wie eine beleidigte Leberwurst vor der Presse und hört auf einmal auf, Profi zu sein. Und deswegen tut er mir überhaupt nicht leid. Auch wenn er... du bist immer so ein Moralapostel. Nee, immer sowas, der Typ ist... Aber sowas gehört auch dazu. Und auch Cristiano Ronaldo,
ich finde den Typ trotzdem cool. Ich mag Cristiano Ronaldo. Ja, aber das ist okay, die gehören ja auch dazu. Das ist so, es muss eben solche Typen, es muss so Charaktere geben. Wir beschweren uns immer darüber, dass irgendwie alle nur noch so glatt gebügelte, brave Bubis sind. Und dann finde ich es einfach geil, dass da ein Typ einfach mit goldenen MVP-Socken auftritt. Das ist, ich als Zuschauer finde das geil. Dass der vielleicht, natürlich hast du recht, da kann man gar nichts sagen, dass das nicht unbedingt der sympathischste Auftritt dann irgendwie ist, ist auch klar. Aber irgendwie sind das auch so, ich weiß nicht, ich finde sowas irgendwie immer geil. So als Zuschauer finde ich so Typen, die da irgendwie so, weiß ich nicht, einen auf mega dicke Hose machen, finde ich irgendwie. Ja, guck mal, ich gebe dir recht, das gehört absolut dazu. Also es ist so wie bei He-Man, wäre auch nicht dasselbe ohne Skeletor. Das heißt noch lange nicht, dass ich Skeletor gut finden muss, weil er ist ein Schurke. Er ist ein Schurke so. Und auch seine Motivation ist fragwürdig. Schurkenhaftig. Aber was ich meine ist, wenn der Cam Newton, der kann ja so sein, wie er ist, nur wenn er nach dem Spiel hingeht und sagt zu einem Typen, der irgendwie 39 ist, halb verfallen, der Typ hat kein Gefühl mehr in seinen Fingern, der kann nicht mehr onanieren, obwohl er kann sehr gut onanieren, weil er kein Gefühl in den Fingern hat. Und du musst es ganzheitlich betrachten. Ja, was du für Bilder gerade in meinen Kopf rufst. So, pass auf. Und der Typ ist irgendwie körperlich ein Wrack. Und er wird von seiner Mannschaft, er wird dahin getragen. Es ist ein Märchen, dass der Typ gewinnt. Und dieser 25-jährige Cam Newton, der quasi noch so viele Jahre auf höchstem Niveau vor sich hat, der hat nicht den Respekt, da irgendwie öffentlich zu sagen, ey, Glückwunsch Peyton Manning, ich komme wieder, cool und so. Ist halt ein junger Typ. Ich weiß nicht, ob Eli oder Ding Peyton Manning mit 26 so viel cooler war. Die Manning sind auch nicht so die bescheidensten immer gewesen. Und ich finde halt auch, wenn es eine Familie nicht unbedingt noch einen Ring gebraucht hat, dann waren es die. Aber ey, alles gut. Am Ende fand ich es auch schön. Die Familie Sauron hätte keinen mehr gebraucht. Die hat schon einen Ring, meinst du? Ja. Also, so, kommen wir jetzt mal zum Thema Fußball, Football. Und zwar, Tobi hat es gesagt, es gibt nur ein Football. Und das ist das runde Leder, ne? So, und nicht das Ei. Und zwar, Bundesliga war ja am Wochenende ein wunderschöner Spieltag. Und wir haben einen wunderschönen Gast heute. Er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Wird euch vom Höcker hauen. Den hat er noch nie gehört. Ja, er ist, ihr kennt ihn vielleicht alle, wenn ihr regelmäßig Sky verfolgt. Er hat eine fantastische Sendung, sie heißt 0800. Unter anderem. 0800 unter anderem. Nein. Herzlich willkommen, Mike Necker! Dankeschön. Hi, Mike. Hi Mike. Ja, hi. Mike, hat er jetzt gar nicht gesagt, du bist ein Kollege von Sky. Ich bin ein Kollege von Sky, genau. Der zweite oder dritte sogar schon, der hier. Nee, der zweite mit Rollo Fürmann. Ihr biedert euch aber auch an. Ja, furchtbar. Ständig Agenturen, ständig, hier können wir nicht mal. Es ist ekelhaft. Die Kollegen von Sky sind es wirklich grauenvoll. Vor jeder Kamera, die irgendwo aufgestellt wird. Ihr seid so Medienhuren. Nein, das ist Quatsch. In Wahrheit ist Ralf die Medienhure. Ja. Ralf Gunesch. Genau. Ja. Und der hat netterweise den Kontakt hergestellt. Schön, dass du da bist. Du hast auch was mitgebracht. Was ist das denn? Ich habe was mitgebracht, weil ich hier gesehen habe, dass ihr. Ich habe mich natürlich wahnsinnig vorbereitet und habe jede Sendung gesehen und habe gesehen, dass ihr immer den wirtschaftlich sehr armen Verein TSG Hoffenheim hier unterstützt. Und da habe ich mir gedacht, bringe ich euch mal was mit, weil ihr irgendwann auch mal aufgerufen habt, dass ihr Devotionalien und so weiter. Und zwar von einem Verein, dem es richtig dreckig geht, nämlich dem FC Gütersloh. Das ist mein Heimatverein. Du kommst aus Gütersloh, ne? Ich komme aus Gütersloh, genau. Ja. Das ist der Verein, wo ich zum ersten Mal im Stadion war und zum ersten Mal als kleiner Junge irgendwie Supporter war. Und dachte mir, denen geht es echt dreckig. Die brauchen ein bisschen Medienaufmerksamkeit. Also insofern. FCG. Wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr euch das irgendwo hier. Wir sind dankbar. Was ist denn aus Gütersloh geworden? Die waren nochmal zweite Liga. Die waren auch angeklopft, sag ich mal, weiter oben. Und dann, das ist wie so viele Vereine aus der glorreichen Zeit des Fußballs, die man heute nicht mehr sieht. Was ist los mit Uerdingen, mit Mannheim? Was ist da alles? Ähnliche Schicksale, ne? Ähnliche Schicksale, würde ich mal sagen. Also auch da, zweite Liga, vierter Platz geworden, danach sofort abgestiegen und dann Insolvenz. Nach rechts. Und jetzt dümpeln sie in der Oberliga Westfalen. Oberliga? Ja. Und ist eigentlich ein toller Verein, hat vor allen Dingen ein wahnsinnig schönes Stadion. Und ist im Grunde genommen so das, was Fußballtraditionalisten eigentlich ganz gerne mögen, nämlich so ursprünglicher Fußball. Es gab mal angeblich soll die beste Currywurst im Stadion
aus dem Heidewald in Gütersloh kommen und so weiter. Munkelt man das? So, munkelt man. So. Was ist es eigentlich mit der besten Currywurst? Es gibt immer diesen, die beste Currywurst. Das ist das. Nicht nur die beste Currywurst. Du sprichst mit Leuten, die sagen dir dann immer, ich weiß, wo es den besten Döner gibt, ich kenne die beste Pizza und so weiter. Ja. Ich glaube das alles nicht, weil ich kenne ja die besten. Die beste Currywurst gibt es in Frankfurt. Aber es gab doch mal hier so ein... Best Washed in Town heißt das, auf der Bergerstraße. Bergerstraße, ja. Habe ich schon von gehört. Kann man mal... Gibt es auch so Wursttourismus, richtig? Gibt es die Leute aus China, die buchen so Touren, so Eiffelturm, Sydney hier, die Oper und Best Washed die Wurst in Frankfurt. Ja, das Ding ist, wenn du da hingehst, da ist eine Schlange teilweise, da stehst du 3/4 Stunde an. War auf jeden Fall meine Frage bei Trivial Pursuit. So, jetzt habe ich es nämlich wieder. Wirklich wahr? Ja. Jetzt über diese Wegen der wo gibt es die beste Stadionwurst? Sportfrage, Trivial Pursuit. Und dann, die Antwort war Gütersloh? Mhm. Dann ist es ja bewiesen. Dann ist es ja bewiesen. Oder das ist, also wenn es da drin Fakt. Steht. Ja. Ja, klar. Du machst diverse Sachen bei Sky. Also Nils hat es eben gesagt, 08000, du bist drauf, ist ein Call-In-Format. Ja. Aber du bist natürlich auch bei Sky News HD. Tatsächlich ist es so, oder? Dass ich, also 08000, du bist drauf, ist ein Format bei Sky Sport News HD. Ach so, gibt's, okay. In der dritten Saison mittlerweile. Wir sind in dieser Saison um 22.45 Uhr nach dem Freitagabendspiel und laufen mittlerweile auch auf Bundesliga HD, also das ist eine Sendung, die parallel läuft. 75 Minuten, Fußballfans rufen an und wir diskutieren mit denen über Fußball. Ist wie hier, nur dass wir nicht angerufen werden. Genau, so, weil... Also ganz anders eigentlich. Aber im Grunde genommen ähnlich, aber wir haben uns mal gedacht, wir machen es total, wir suchen uns die neueste Technik aus, die es gibt und haben uns dann fürs Telefon entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Telefon, ich weiß nicht, kann man das... Nee. Geht nicht. Geht immer noch. Ich wollte direkt, bevor wir so ein bisschen einsteigen... Ja, ich wollte ihn nur mal kurz vorstellen. Ja. Ja, ich, damit, ja, bitte. Aber weil wir wollen jetzt über den Bundesligaspieltag reden. Ja, aber nee, eben. Ich muss noch einmal dazwischen. Noch was. Ja, klar, weil wir haben ja, weil wir sind auch super interaktiv. Also wir sind echt richtig interaktiv. Und bei uns im Reddit-Forum kam der Wunsch auf, dass wir mal eine Abstimmung machen, von welchen Vereinen unsere Zuschauer Fans sind. Ja. Und dieser Bitte haben wir natürlich sofort Folge geleistet und einen Straw-Poll erstellt mit allen 18 Bundesliga-Vereinen. Aha. Plus. Das ist ja mal interessant. Das war's, nur die 18 Bundesliga-Vereine. Und das ist der Straw-Poll. Ich werde ihn hier gleich mal im Chat posten. Und werde jetzt natürlich... Bitte? Schöne Schrift. Vielen Dank, die habe ich selbst von der Hand. Deine? Ja, wo habe ich denn jetzt? Nee, ich werde es twittern. Pass auf, ich twitter das mit Gunnars Account. Das natürlich hat der Gunnar natürlich jetzt geschickt eingefiedelt, dass ich... Du kannst auch einfach vorlesen, den Link. Ja, das ist doch viel zu kompliziert. Nee, das sind New nur... Tweet? Nein, Straw-Poll / und dann die Zahl. Tweet. So, ich habe es getweetet, aber ich mache auch noch mal, was du gesagt hast. Ich habe es jetzt aber mit Gunnar Krupp ist Ed Gunsen mit Doppel-N, da habe ich es jetzt getweetet. Und ich lese es jetzt noch mal vor, wie du das gesagt hast. Bitte? Welchen Account habe ich benutzt? Du hast den offiziell benutzt. Den Rocket Beans Account. Gut, habe ich das in Rocket Beans Account. Geht viel schneller als die Zahl. Jetzt sei doch mal nicht so ungeduldig. Die Zahl lautet 6. Habt ihr? 7. Ja? 6. 1. Ganz schwer zu ertragen. 5-2-2. 6-7-6-1-5-2-2. Also strawpoll.me/6-7-6-1-5-2-2. Und da könnt ihr abstimmen. Einfach. Ich stimme jetzt auch ab. HSV, ist seid ihr alle mit einverstanden, ne? Ja, okay. So sieht's aus. Da sieht man ja jetzt schon Ergebnis. Nee, das läuft ja nur durch. Wir gucken einmal, das ist ja durchlaufen. Am Ende der Sendung lösen wir auf. Momentan führt Bayern München. Wie überraschend ist das? Dortmund Zweiter. Kein Fan von einem deutschen Verein ist auf Platz 3. Warum guckt ihr zu? Das ist erstaunlich. Oder das ist 27 Mal Christian Gürnt, der Liverpool-Fan ist. Das kann natürlich auch sein. Gut, also das werden wir nach der Sendung auflösen. Und dann wissen wir Bescheid. Und dann können wir jetzt hier auch weitermachen. Genau, wir machen weiter, oder wir legen los, besser gesagt, mit der Spieltagsanalyse. Mit der Spieltagsanalyse. Ja, ein ereignisreicher Spieltag. Wir fangen an. Mit welcher Partie fangen wir denn an, Nils? Wir fangen natürlich an mit einer meiner Lieblingspartien am heutigen Spieltag. Gunnar hat mich gebeten, dass wir da ein bisschen länger drüber reden. Es ist selbstverständlich Gladbach gegen Bremen. Ich frage mich gerade, haben wir eigentlich Tobi vorgestellt? Ganz am Anfang habe ich kurz extra mit ihm kurz geredet, ja, damit man ihn einmal mal sieht. Bevor die Sendung begonnen hatte, oder? Nee, ich habe kurz Tobi auf Football angesprochen, damit man überhaupt mal sieht. Stimmt, du hast recht. Hallo Tobias! Aber du darfst direkt mal anfangen. Ich habe das Spiel zwar auch gesehen und ich sage nur ganz kurz was dazu und dann übergebe ich an dich, Tobi. Das Ergebnis
ist deutlicher, als es der Spielverlauf hergegeben hat. Richtig oder falsch? Ja, 5-1 ist meistens deutlicher, als der Spielverlauf hergegeben hat, auch in diesem Fall. Also hast du mal ein HSV-Spiel gesehen? HSV-Spiel unter, wie hieß der gute Kerl? Der letzte Trainer. Da gab es einige. Gab es so viel, ich weiß nicht mehr, wie du meinst. Schade. Geht euch das auch so, dass ihr gar nicht mehr wisst, wer der letzte Trainer vom HSV war? Weil warum? Das ist so wie mit Einparken. Wo habe ich vorgestern geparkt? Ja. Weiß ich doch auch nicht mehr. Also, auf jeden Fall war ein nettes Spielchen. Bremen stand halt defensiv teilweise sehr offen, haben sich da doch zu weit nach vorne bewegt mit der Mannschaft. Und Gladbach ist natürlich ein Team, das so offene Räume sofort ausnutzt. Und dann haben sie aber auch aus so 6 Chancen 5 Tore gemacht. Also nicht ganz so extrem, aber war schon eine relativ gute Chancenverwertung plus halt noch 11 Meter und sowas. Also 5-1 war ein bisschen hoch, aber ging schon in Ordnung. Der Sieg auf jeden Fall. Bremen wird schwierig, ne? Relegationsplatz ist immer in fester norddeutscher Hand. 19 Punkte, ne? Die beiden dahinter, Hoffenheim und Hannover, haben 14 Punkte. Also es ist ja noch nichts passiert. Ist noch nichts passiert. Herausheben kann man, wenn man so mag, Dahoud, der, finde ich, eine überragende Partie gespielt hat. 20 Jahre jung, im defensiven Mittelfeld, was vielleicht sogar dafür sorgt, dass Harvard Nordweit möglicherweise nach Dortmund auswandert. Wobei ich auch nicht weiß, ob das für ihn so, wird ja gemunkelt, er ist ja im Gespräch, ob das für ihn so eine Verbesserung der Situation wäre. Bei der Eintracht hätte er vermutlich bessere Einsatzchancen als bei Dortmund, aber das ist nur meine Meinung. Dahoud hat eine ganz fantastische, ganz fantastisch gespielt und ich war wieder mal auch teilweise zumindest beeindruckt vom One-Touch-Fußball, den Gladbach gespielt hat. Also teilweise, wie die Bälle einfach nur abprallen lassen und der dann trotzdem aber präzise zum Mann kommt, fand ich schon, das hat mir gut gefallen. Das spielen die ja schon lange, auch unter Favre schon. Dieses Klatschpass hat, glaube ich, Favre das genannt. Ball wird gespielt, einer legt ab und weiter. Da sind sie natürlich spitze drin, auch in der Raumbesetzung, wie sie sich da bewegen. Ja, haben gute Leute. Ich finde auch Dahoud, wenn du ihn schon ansprichst, spielt ja, ist der Deutsch-Syrer, spielt für die deutschen U-Nationalmannschaften bislang. Ist er ein Kandidat für euch für die Euro? Also manchmal zaubert Löw ja noch so Überraschungskandidaten aus dem Hut. Das ist schwer zu sagen, weil die Aufstellung von Löw ja durchaus mal auch eigensinnige Züge hat und man immer denkt, irgendwie der müsste doch und dann je lauter geschrien wird, desto weniger hat er dann eine Chance, in die Nationalmannschaft zu kommen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der ist sich relativ klar schon, wen er mit zur Euro nimmt und ich glaube, sein Name wird nicht dabei sein. Aber einer für die Zukunft dann vielleicht. Einer für die Zukunft, ja. Definitiv. Ganz interessanter Spieler und man darf auch nicht vergessen, wir haben im selben Jahr Olympia und wir sind, glaube ich, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren mal wieder qualifiziert und da muss ja auch eine Mannschaft hin. Da könnte man mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, vor allem die ganzen jungen Leute, die jetzt so auf dem Sprung stehen, die vielleicht für dieses Turnier zu früh kommt. Und in Rio haben wir uns ja in den letzten 2 Jahren gut verkauft. Das stimmt. Das kennen wir schon. Können wir das Quartier wieder einnehmen? Aber es wäre ein bisschen weit, ne? Wieso? Ja, weil es ja nur in Rio ist. Ach so, das stimmt. Okay, ja. Da hast du recht. Die spielen, glaube ich, auch noch rum, oder? Das ist ja immer so. Ja, aber es ist ja jetzt nicht, dass du irgendwie durch halb Brasilien reisen musst. Das ist eine interessante Frage, weil sie dürfen ja noch 3 Ältere mitnehmen. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber das wird auch spannend sein. Wer das da dann sein wird. Ja. Jetzt für die Olympia, oder was? Ja. Gibt es da eine Altersbegrenzung? Du darfst ja U23 und ansonsten darfst du 3 Spieler, die gegen diese Regel verstoßen. Genau, und das, also ich bin sehr gespannt, wie die Olympiamannschaft aussehen wird, weil das auch so ein bisschen zeigt, was so nach den ersten 22 dann noch an Substanz vorhanden ist, wie die sich da schlagen. Freue ich mich sehr darauf, 2 Turniere. Übrigens, wen es interessiert, Messi zum Beispiel wird Olympia nicht spielen, der wird die Copa spielen. Ne? Mhm. Hab gedacht, vielleicht interessiert das hier jemand. Ja, interessant. Ja. Kommen wir weiter, nächste Partie. Schalke-Wolfsburg. Schalke-Wolfsburg, 3-0. Ja, überraschend. Breitenreiter war ja doch so ein bisschen, redet ja nicht mehr mit euch. Er war ja so ein bisschen im medialen Gewitter. Sozusagen. Mit Sky? Gewitter. Nee, er redet nicht mehr mit Sky, weil... Er hat wieder. Er hat einmal nicht mit... Was ist da vorgefallen? Ja. Sky hat auf ihm rumgetrampelt, als wenn er ein seelenloses Wesen wäre, auf dem man rumtrampelt. Das war der Rollo bestimmt wieder. Das war Rollo in Person. Nee, also es wurde gesagt, seine Trainingsmethoden und sein taktisches Fachwissen, das wäre jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau. Und, aber das hat ja nicht Sky gesagt, sondern Sky hat gesagt, das hört man so aus den Kreisen das ist in das, Schalke, was quasi, dass das ihm vorgeworfen exakt, wird. Exakt, das ist das. Sky ist natürlich dann der Messenger gewesen, Don't kill the Messenger. Der geshootet wurde.
Und, aber das war natürlich für Breitenreiter jetzt auch unangenehm, diese Situation, so im Kreuzfeuer zu stehen. Dementsprechend ist die Befreiung nach Schalke ja, Gelsenkirchen ja total selten, ne? Dass der Trainer sehr selten in der Diskussion ja, steht und überhaupt es Unruhe im Umfeld gibt. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Nee, in der Form kannte ich das auch bislang noch nicht. Also nach dem HSV eigentlich so der ruhigste Club, den es auf der Welt gibt. Und dann kommt natürlich jetzt so ein Sieg gegen Wolfsburg, absoluter Konkurrent um die internationalen Plätze, auch in vom Ergebnis her sehr, sehr deutlich, kommt ihm natürlich echt gelegen jetzt, ne? Dem Breitenreiter. Aber auch deutlicher, als es der Spielverlauf denn zuließ, beziehungsweise ausdrückte. Ja, den würde ich ganz unterstreichen. War auch wieder so ein Spiel, was halt, Schalke hat, glaube ich, die erste Chance haben sie gemacht, nachdem Wolfsburg schon Lattenkracher hatte und schon auch noch eine weitere gute Chance. Und das hat dann das Spiel so ein bisschen gedreht. Ich habe ja auf der Taktiktafel was vorbereitet, man sieht es, glaube ich. Oh, geil, Taktiktafel. Ja. Jetzt ist Schalke hoffentlich blau, ne? Ja, Schalke ist blau, habe ich diesmal richtig gemacht, ausnahmsweise. Wolfsburg ist rot, aber Wolfsburg hatte halt mit Kruse und mit Draxler hier im zentralen Mittelfeld gespielt, so eine Art 4-3-3, wobei Draxler ziemlich hoch war. Aber das hat halt immer wieder dazu geführt, dass hier so Räume frei waren. Das war halt gerade vorm 1-0, wer es gesehen hat, da ist Hüntelaar ja hier so an den Ball gekommen, dann war weit und breit keiner und dann konnte er einfach 10 Meter laufen, ohne dass ihn jemand angegriffen hat, weil einfach dieser Raum so frei war. Das ist so ein Problem, was sich ein bisschen durchzieht durch die letzten Wolfsburg-Spiele und was natürlich auch eine konterstarke Mannschaft wie Schalke einfach brutal ausnutzt. Was aber auch interessant ist, dass sie Kruse dort einsetzen, ne? Also der ja eigentlich seine Stärken immer über links gehabt hat. Und ihn jetzt da in einer eher zentraleren Position zu haben, ist überraschend. Ja, hat mich auch gewundert, aber es, ja, teilweise passt, teilweise auch dann wieder defensiv nicht. Also offensiv hatten sie ja die Chancen und das funktioniert dann ganz gut mit dem Zusammenspiel auch mit Draxler, aber wenn es dann gegen den Ball geht, wird das schwierig, hast du recht. Fehlt da vielleicht ein Stürmer bei Wolfsburg? Ja, auf jeden Fall. Man hat immer noch das Gefühl, das Spiel ist auf Dost zugeschnitten, auf dessen Kopfballstärke, auf dessen Strafraumwuseligkeit. Und das bringt halt nichts, wenn du deine Flanke reinschlägst und vorne sind halt, ist dann halt Draxler und dann vielleicht noch Caligiuri drin. Hat Bendtner nicht auch gespielt? Bendtner hat auch gespielt, aber Bendtner daneben läuft das Spiel immer so ein bisschen vorbei in letzter Zeit. Der hat halt nicht diese Finisher-Qualitäten, wie sie jetzt ein Dost hatte in dieser Saison. Kicker-Note 5,5. Kenne ich aus der Schule. Aber, aber was ist denn mit Wolfsburg los? Also das ist jetzt ja, die sind ja schon ein bisschen in der Krise. Was ist da los? Ja, vorne machen sie die Chancen nicht. Hatten jetzt in den letzten drei Spielen, glaube ich, immer so um die 20 Torschüsse, was eigentlich normalerweise für 2-3 Tore gut ist. Mhm. Aber haben halt hinten dann diese Löcher, die wir gerade halt versucht haben zu erklären. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen, fehlt diese Leichtigkeit im Spiel, gerade wenn du halt so, Wolfsburg hat immer mehr Ballbesitz als der Gegner. Wolfsburg ist eine Spitzenmannschaft, da stellt sich jeder hinten rein. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann hast du ein Problem. Guck gerade mal hier, was der Kicker sagt. Bruchlandung, Titel der Kicker. Ich wollte noch mal... Du kannst, da ist auch eine Doppelseite über Marco Fabian drin, dann kannst du mir gleich mal... Ja, da kommen wir gleich mal zu, wenn wir bei der Eintracht angelangt sind. Sind wir jetzt? Denn das war es schon zu Schalke und Wolfsburg. Oder will noch jemand was dazu sagen? Ja, die Frage bei Wolfsburg ist ja, wo kommt die Krise eigentlich her? Ne? Also ganz offensichtlich hat man sich ja irgendwie von diesem Megatransfer noch nicht richtig erholt, weil wenn ihr euch... wenn ihr euch erinnert an das Pokalfinale gegen Dortmund oder auch das 4-1 gegen Bayern, wo wirklich so herausragender Fußball gespielt worden ist, der einfach irgendwie Bock gemacht hat, sich das anzugucken. Dann hast du jetzt Schürrle, der gekommen ist, noch nicht eingeschlagen ist, Draxler, der gekommen ist, noch nicht eingeschlagen. Also ganz offensichtlich haben sie De Bruyne verkauft und hätten es entweder nicht machen sollen oder anders dazu kaufen sollen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, seit De Bruyne weg ist, vielleicht kannst du das bestätigen, findet Wolfsburg eigentlich nicht mehr so richtig in die Spur. Zumindest nicht so, wie man es gewohnt ist. Ja, ganz genau. Du hast es auch schon gesagt. Draxler spielt nicht, sollte eigentlich das 1-1 ersetzen. Kann er nicht. Er ist jetzt nicht so der Spieler, der baut immer ein bisschen Anlauf im Dribbling. Ist jetzt niemand, der so die geniale Idee aus dem Fußgelenk schüttelt wie Bruyne. De Bruyne einfach aus dem Nichts. Das ist schwierig und das ist, haben wir auch schon ganz oft gesagt, ja, also dieser De Bruyne-Transfer, da fehlt eigentlich jetzt dieser Plan B und wir haben halt immer so gesagt, okay, geben wir Wolfsburg ein bisschen Zeit, aber jetzt so langsam wird es doch sehr eng. Also jetzt auch dieses Kruse-Ding auf der 8 ist auch so eine Sache, langsam muss das mal funktionieren, sonst hat auch Hacking da keinen Spaß mehr natürlich. Die sind jetzt, glaube ich, näher am 16. Rang dran als am Champions-League-Rang. Ja, ist halt ja auch die Frage, ob man De Bruyne überhaupt hätte halten können. Also ich glaube, der wollte dann auch weg und das war ja auch ein okayes Angebot, weil sie haben ja auch viel Geld dafür eingestrichen. Der wäre sowieso im Sommer dann weg gewesen und dann hätten sie das Problem gehabt. Ich finde, man hat, als man dann gehört hat, wen sie dafür holen, nämlich, also dass sie Schürrle holen, dass sie Draxler holen und so, finde ich,
da haben sie ja auch durchaus Lob für gekriegt. Also das klingt auch gar nicht so schlecht. Also dass die, ich meine, wir reden ja jetzt auch nicht von irgendwie Fallobst oder so. Das sind ja schon bewährte Nationalspieler. Ja, aber vielleicht hat einfach auch das System oder dieses, weiß nicht, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass De Bruyne 10-mal so gut ist wie Draxler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der war schon super, aber dass der jetzt auch auf der Insel so abgeht, war auch nicht, naja, vielleicht war es doch, du hättest gewusst. Nee, ach, was gewusst hätte ich das nicht. Mourinho hat es nicht mal gewusst oder beziehungsweise nicht in dem Ausmaß. Aber dass das ein Ausnahmekönner ist, das hat man, glaube ich, relativ schnell gemerkt. Und es besteht, also mich überrascht es nicht, dass der auch in England so gut funktioniert. Letztes Jahr leider verletzt, aber das ist einfach ein Ausnahmespieler. Und davon gibt es ja auch nicht so viele. Ne, ja. Tobi? Ja. Jetzt aber City verloren, 3-0 gegen Leicester. Ja, habt ihr das Spiel gesehen? Übrigens, Man City gegen Leicester, weil ich hab's gesehen und alter Schwede, ich kann es ja nicht glauben, also der Gedanke will sich nicht manifestieren, dass Leicester wirklich Meister wird. Aber so langsam, weil die haben die großen Brocken auch bald weg. Jetzt spielen sie noch gegen Arsenal. Aber City haben sie weg. Liverpool, okay, ist jetzt nicht der dickste Brocken, aber ich glaube, Tottenham haben sie auch schon weg, ne? Und was ist mit Man U? Weiß ich gerade, haben sie auch schon weg. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Arsene Wenger sich auch dazu geäußert hat und gemeint hat, dass das eigentlich also total begeistert ist und gemeint hat, dass es das halt auch zeigt, dass eben doch nicht nur Geld Tore schießt. Kann man jetzt so sehen oder so sehen, ne? Aber ich finde das sensationell. Aber es ist auf jeden Fall, ich finde es auch klasse und gerade so ein Verein, der jetzt nur nicht die dicke Kohle hat, im teuren England, wo jeder Mittelklasse-Spieler mittlerweile für einen zweistelligen Millionenbetrag gekauft wird, finde ich schon auch cool, aber ich glaube es noch nicht. Ich kann es auch noch nicht glauben, weil das fühlt sich einfach nicht richtig an. Also so, als wenn da irgendwie ein Sprung in der Matrix ist. Aber wenn das passiert, dann feiere ich das. Dann feiere ich, gehe ich hier auf die Straße mit dem Leicester-Schal und feiere die Meisterschaft hier für mich mit. So, kommst du mit? So, ja, ich komme mit. Kommst du auch mit? Wir kommen alle, ja, feiern alle zusammen. Logisch. So, jetzt kommen wir aber weiter. Jetzt kommen wir nämlich zur nächsten Partie. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Du bist so erpicht darauf, 2-4. Das Ergebnis ja gar nicht in der Sinn ist. Ich will es ja einfach hinter mich bringen. Okay. Es schwebt wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit über mir. Deshalb, Eintracht-Fan. Nicht mehr. Ist vorbei. Ja, also dann gebe ich mal kurz. Dieses Mikro ist übrigens total mies. Man macht hier so, das ist hier nur so, für, ne, den Gast, oder? Das macht hier so ein kleines Niki Lauda-Ohr. Ja, genau, ja. Habe ich auch. Ich hatte schon immer Segelohren, aber jetzt habe ich es mal richtig. Vor allem, wenn du das jeden Tag trägst, dann irgendwann kannst du ein bisschen echt wie Dumbo. Ich habe da so richtig scharf, schon so eine richtig dicke Schicht. So. Ist so, wie so ein Hobbit-Fuß. Ja, ist ein bisschen unangenehm. Aber es ist auch egal. Also zurück zu Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart. Ich muss sagen, so rein spielerisch bin ich gar nicht so unzufrieden mit der Partie gewesen. Das war ein offener Schlagabtausch. Meiner Meinung nach hat der Schiedsrichter gravierende Fehlentscheidungen getroffen und da wirklich massiv ins Spiel eingegriffen. Drei klare Fehlentscheidungen zu Ungunsten der Eintracht getroffen. Das war zum einen, hätte Großkreuz eine rote Karte kriegen müssen mit dem Foul an Zambrano, wo der Ball 2 Meter weg war und er einfach schräg von der Seite ihn einfach nur umsenzt hinten. Entschuldigung, das klingt lustig, Foul an Zambrano. Ja, das hat er auch, das hat Robin Dutt auch gesagt, so nach dem Motto, naja, aber es war ja Zambrano, aber das ist ja, spielt ja keine Rolle, wer da gefoult wird. Finde ich zumindest. Und Zambrano kriegt ja auch ständig Karten. Also insofern, das fand ich einfach ein Ding. Dann hat Großkreuz noch Alex Meyer entschieden beim Kopfball so einen kleinen Schubser gegeben, weshalb der Kopfball ein bisschen drüber ging an die Latte. Wenn der Schubser nicht gewesen wäre, wäre das ein Tor gewesen. Dann hätte Didavi schon in der ersten Halbzeit gelb-rot sehen müssen. Dann hätte er das Tor nicht schießen können. Und dann gab es einen ganz klaren Handelfmeter von Christian Gentner, der wie ein Handballtorhüter so zum Ball gegangen ist. Ganz Stadion hat es gesehen. 3 Schiris haben es nicht gesehen. Fand ich unfassbar. Also da sind schon viel strittigere Handentscheidungen gefallen oder entschieden worden. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, das zu den Fehlentscheidungen. Trotzdem muss man sagen, hat Stuttgart nicht unverdient gewonnen, weil die von der Spielanlage und von der Geschwindigkeit einfach besser waren als die Eintracht. Ich finde, Stuttgart hat trotz des Tabellenplatzes, wir haben das aber hier bei Bundesliga auch immer wieder gesagt, dass auch schon unter Zorniger sie eigentlich besser gespielt haben, als das Tabellenbild es dann wieder gespiegelt hat. Die haben schon eine tolle Truppe, finde ich. Die haben gerade mit Didavi und Kostic, einem Gentner, die haben ein tolles Mittelfeld, die haben schnelle Spieler. Die Eintracht-Defensive war teilweise wirklich heillos überfordert mit der Geschwindigkeit. Mut. Der HSV wurde ja auch auseinandergenommen. Ja. Hat im Prinzip glücklich 2-1 verloren, kann man sagen, fast noch sogar 1-1.
Stuttgart hat Substanz, ne? Also die haben sich gefangen. Auf jeden Fall. Ja, ich fand ja auch, die waren ja letzte Saison schon in arger Abstiegsnot. Und auch da waren sie für mich so eigentlich die stärkste Mannschaft in dem Pool der möglichen Absteiger. Haben sich dann ja auch gerettet. Jetzt haben sie, glaube ich, vier Siege in Folge. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sogar noch mal einen Run auf die Europa-League-Plätze machen. Das darf man jetzt natürlich nicht sagen, weil sie gerade die ganze Zeit noch im Abstiegskampf waren. Da redet er schon von Europa. Ja, ich traue es Stuttgart zu, weil die wirklich eine tolle Spielanlage haben und jetzt unter Kramny auch noch mal eine tolle Entwicklung genommen haben. Ja, abschließend zu Eintracht kann ich sagen, spielerisch sieht es trotzdem tausendmal besser aus, als alles, was ich in der Hinrunde gesehen habe. Die Neuen spielen sich langsam ein. Marco Fabian, super Transfer. Und der neue Regäsel, Janni Regäsel, Rechtsverteidiger, 20 Jahre jung, von Hertha BSC, 2 Minuten vor Transferschluss gekauft. Aber da ging euer Fax offensichtlich. Ja, echt, bei uns klappt das Fax noch. Hat einen guten ersten Eindruck das ist, gemacht. Bei uns klappt das Fax noch. Das ihr steht nämlich für Tradition. Was guckst du denn da dauernd im Kicker eigentlich? Ich guck nochmal, ob ich das Frankfurt-Spiel finde. So, aber hier ist es doch. Ja, mal gucken, was der Regäsel hat. Eine 3 bekommen vom Kicker. Ja. Das ist doch ein ganz guter. Doch dafür, dass der eine Woche da mittrainiert hat. Der Meier hat gesagt, der hinten rechts war ganz gut. Er kannte den Namen nicht richtig. ich finde, Tobi, sag doch mal ein paar Worte zu Stuttgart. Ich finde ja die Personalie, nicht nur, weil ich ihn bei Comunio habe und mich sehr geärgert hat, dass er Gelb-Rot bekommen hat, weil er wieder on fire war, habe ich ja die Davi, ne? Der Junge ist, glaube ich, 25 oder was, arg gebeutelt gewesen von schweren Verletzungen in der Vergangenheit. Ich glaube, er trainiert sogar auch nur dosiert, um sein Knie nicht zu überlasten. Aber zu meiner altbekannten Frage, ist das ein Kandidat für Jogi Löw? Weil der sticht ja wirklich hervor bei Stuttgart. Ja, also auf jeden Fall der hervorstechende Spieler, gerade wegen seiner Kreativität, weil er was vorne... Torgefahr auch. Torgefahr, aber auch also Kreativität im Sinne von, er weiß, wie er aus einer Situation eine Torchance machen kann. Also entweder Pass oder Schuss. Und das ist ja auch so eine Frage der Kreativität, dass du im richtigen Moment das richtige Mittel einsetzt. Und das beherrscht er auf jeden Fall. Jogi Löw weiß ich noch nicht so genau. Spielt in Stuttgart, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist schon mal 50%. Ja. Das ist schon die halbe Miete für den Nationalen. Wir haben ja viele da auf der Position einerseits, andererseits hat er auch immer noch so ein paar Dribblings drin, die dann unsauber sind und auch in Situationen, wo es dann zum Konter führt. Also das ist dann so problematisch noch ein bisschen. Aber ein Spieler wächst ja auch mit seinen Mitspielern. Bei mir war das immer so, zumindest, dass wenn meine Mitspieler besser waren, dann bin ich auch weniger aufgefallen. Ja. Was ich damit sagen will, ist, er hat natürlich in der Nationalmannschaft ganz andere Kombinationspartner auch, ne, im Mittelfeld. Ja, das stimmt. Aber er hat ja auch schon bei Stuttgart, das ist ja das Geheimnis der Mannschaft, die haben ja vorne auch einfach unglaublich viel Power für so einen Abstiegskandidaten. Eigentlich ist ja mit Kostic, mit Rupp, der eine ganz klasse Saison spielt, Gentner, der jetzt auch nochmal eine gute Leistung gezeigt hat, bis auf dieses Handball-Torwart-Ding. Mhm. Das ist einfach dann nochmal, da hat er schon gute Möglichkeiten. Also da sehe ich jetzt, bei der letzten Mannschaft ist noch was anderes, aber er spielt jetzt ja auch nicht in so einer Gurkentruppe. So. Ich finde, was an Didavi toll ist, ist, dass er seine technischen Qualitäten auch unter sehr hoher Geschwindigkeit ausführen kann. Also es gibt ja viele Spieler, die sind schnell, aber die können dann, weiß ich so, ich sag jetzt mal, ohne es böse zu meinen, Marcel Heller zum Beispiel, ja, der ist unheimlich schnell, aber der ist jetzt technisch nicht so versiert. Der kann den Ball wie ein Odonkor nach vorne treiben und hinterher rennen und das ist auch effektiv. Und dann gibt es vielleicht Spieler, die sehr gut dribbeln können, aber vielleicht nicht die allerschnellsten sind. Und dann gibt es aber so eine Mischung und Didavi ist dann eine sehr gute Mischung, der auch unter hohen Geschwindigkeiten eine sehr enge Ballführung hat und einen guten Abschluss. Manchmal vielleicht noch ein bisschen oft Kopf durch die Wand will oder so, aber ich könnte mir das auch vorstellen. Also ich weiß nicht, ob Volland mitgeht zur EM, der spielt ja nicht so eine tolle... Volland, ja, der spielt ja eher eine schwache Saison. Da könnte man doch mal beim Didavi durchklingeln. Ich würde das gerne mal sehen, wie der in einem Team ist mit echt guten Spielern. Also soll jetzt nicht abwertend gegenüber Stuttgart sein, aber... Ein Wort noch zu Stuttgart vielleicht, was natürlich wieder auffällig war. Du hast es ja schon gesagt, gegen Frankfurt ist alles gelaufen, was laufen konnte. Meier am Anfang 2 Kopfballchancen, die er normalerweise blind macht, macht er nicht. Dann das 1-0, erste Chance Stuttgart. Ein paar Elfmeter, die es nicht gab. Stuttgart, also Zorniger sitzt jetzt irgendwo und haut wahrscheinlich den Fernseher kaputt, wenn er wird das sieht. Immer Zorniger. Oder? Du passt dir rein. Ja, ich habe irgendwie so ein schlechtes Wortspiel bei euch eben schon gehört. Da dachte ich, irgendwie passe ich mich. Sofort. Das ist super nice. Sehr gut, jetzt bist du angekommen. Das ist sehr gut. Ja, aber siehst du machst du dir Sorgen um Eintracht? Entschuldige, nee, ich wollte euch nicht hier mit Stuttgart. Ach so, machen. Aber nee, ich kann den kurz, ich wollte nur ganz kurz. Ich frage noch was zur Eintracht. Zu Zorniger wollte ich nur sagen, aber siehst du denn da... siehst du denn da jetzt eine Weiterführung von dem Zorniger Fußball? Weil ich habe das Gefühl, dass Kramny ja doch schon ganz anders spielen lässt. Also wenn da jetzt jemand die Idee von Zorniger weiterführen würde, könnte ich verstehen, wenn Zorniger jetzt irgendwie zu Hause sitzt und sagt, so verdammt, das habe ich denen noch so erklärt. Der profitiert jetzt von meinen
Trainings oder so, aber ich habe eher das Gefühl, dass das ganz was anderes ist, was Stuttgart da gerade abliefert. Das stimmt defensiv einerseits, ja, spielen sehr viel tiefer, weniger auf, sehr viel stärker auf Konter, haben, glaube ich, durchschnittlich unter Kramny 43% Ballbesitz, unter Zorniger waren es 51. Das ist schon klarer Unterschied, aber offensiv sieht man dann da auch Parallelen. Da waren sie auch unter Zorniger eigentlich immer schon ganz gut. Hm. Nur, dass sie jetzt halt ein bisschen ruhiger im Abschluss geworden sind. Vielleicht also, ein Mix aus Stevens und Zorniger, also... Das ist ein schöner, eigentlich eine schöne Zusammenfassung, ja. Ja, zu deiner Frage kurz, mache ich mir Sorgen um die Eintracht? Ich, naja, also natürlich mache ich mir ein bisschen Sorgen, wenn man nur so, ich weiß jetzt, 3 Punkte oder so vor der Relegation steht. Aber ich denke, dass sie im Winter gut aufgerüstet haben und eigentlich von der Qualität her das schaffen müssten, zumal mit Hannover und Hoffenheim sich immer mehr 2 Kandidaten rauskristallisieren, die echt extrem, es extrem schwer haben werden, da unten rauszukommen. Aber ich würde sagen, ja, es gibt einige Teams, die noch zittern müssen. Fast die halbe Liga kann noch da reinrutschen. Da kann sich keiner zu sicher sein. Das ist so ausgeglichen teilweise. Also klar mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber naja. Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. Ja, das ist lieb von dir. Was ich glaube das auch nicht, ehrlich gesagt. Machst du dir Sorgen um HSV? Und zwar nicht, weil ihr nicht... Nee, wirklich, mache ich auch. Also, aber das ist auch berechtigt. Da kommen wir auch gleich zu, denn wir reden natürlich noch über Leverkusen. Trinke ich einen Schluck aus dem Schuh. Sag ich schon Leverkusen, sag ich schon HSV gegen Köln. Aber lass uns mal ein bisschen... Kann ich eigentlich auch was trinken? Ja, selbstverständlich, bitte. Ich würde du sogar... Mal, du kannst auch Apfelschorle haben, oder möchtest nee, Wasser ist super. Wasser ist super? Ja. So, was wollte ich sagen? Wir kommen zum nächsten Spiel nämlich. Verabschieden wir uns mal so ein bisschen von Frankfurt und Stuttgart und kommen wir zu Hannover gegen Mainz. Der Scharfeffekt, was ist geschehen mit dem Scharfeffekt? Er hat sich nicht eingestellt. Hannover wieder verloren, zu Hause gegen Mainz. Ist auch ein Spiel, wo man vielleicht mal punkten kann, wenn man nicht absteigen möchte. Jetzt klebt man da unten drin mit 14 Punkten. Wie ist die Situation in Hannover? Wie finden sich die Neuzugänge ein da vorne im Sturm? Albtraum. Ja. Albtraum. Ne? Für mich total klar, ich übernehme das Wort. Bitte, bitte. Ja, gerne, gerne. Für mich leider, ein paar Freunde in Hannover, für die es mir sehr leid tut. Hannover für mich ganz klar erster Absteiger. Ja? Ja. Es ist anders als, ich habe sie in der letzten Saison gesehen, wir haben sie gegen Dortmund gespielt, haben verloren, aber du hattest so das Gefühl, da ist Leben in der Mannschaft, da ist auch spielerische Qualität in der Mannschaft. Mhm. Gegen Dortmund kann man mal verlieren, ohne Frage, aber sie haben echt gut gespielt. Alles, was ich dieses Jahr gesehen habe, ist eine totale Katastrophe. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was da noch passieren soll. Wie ist das denn, wenn so Neuzugänge in so eine Mannschaft kommen und die Mannschaft ist eigentlich am Boden und es wird nur drauf rumgehackt, der Trainer wurde schon gewechselt, also die Option ist weg. Dann kommen neue Spieler in die Mannschaft und man erwartet ja immer von diesen Spielern, dass sie die Mannschaft mitreißen, dass sie auch Mentalität mit reinbringen. Und wenn das dann verpufft und die neuen Spieler werden auch unzufrieden, liegt dann auch eine Gefahr drin, dass man dann quasi auch alle Optionen verbraucht hat? Ja, kann man so sehen. Also ich meine, der ganze Verein hat ja jetzt ganz schön viel versucht und dadurch sich jetzt auch gewissen, also hat eine gewisse Handlungsunfähigkeit. Sie haben jetzt, glaube ich, 6 neue Spieler geholt im Winter, 9 Trainer geholt und jetzt 3 Niederlagen mit 3 Niederlagen in Folge in die Rückrunde gestartet. Da kannst du ja jetzt nicht mehr viel ändern. Und ich finde es halt immer auch so ein bisschen fraglich bei den Verpflichtungen, zum Beispiel in Scholloi, der hat vor, wann war das letzte Mal, dass der was gerissen hat? Das ist 2 Jahre her oder so. Also der kommt ja dann auch nicht mit breiter Brust in eine Mannschaft irgendwie. Hugo Almeida hat, weiß ich nicht, wo hat der überhaupt gekickt in der letzten Zeit? Also da haben sie sich auch Leute geholt, die zwar immer noch einen guten Namen haben, aber weil du fragst, neue Spieler reißen die dann mit, können die das umdrehen? Also da musst du dann ja vielleicht auch echt so Spieler holen. Das fand ich bei der Eintracht, sorry, dass ich es wieder erwähne, sage, aber so ein Marco Fabian, der irgendwie in Mexiko ein gefeierter Star ist, der auf dem Cover von FIFA 2016 drauf ist, der sich beweisen will, der kommt mit einem ganz anderen Selbstverständnis nach Frankfurt als jemand, der in Hoffenheim oder weiß nicht wo, Scholloi kam von Hoffenheim, ne, auf der Bank gesessen hat und keine einzige Minute gespielt hat. Also ja, also sind das die Spieler, die dann die Kehrtwende innerhalb im Mannschaftsgefüge schaffen, weiß ich nicht. Ja, ich glaube auch im Übrigen. So, ich möchte das nur mal unterstreichen, weil nämlich Yamaguchi, Neuzugang, wurde ausgewechselt nach 30 Minuten mit einer ganz schwachen Leistung. Das ist ja überhaupt so ein Problem. Sag du erstmal deinen Punkt, ich habe gleich noch einen weiteren Punkt da. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dieser Trainereffekt,
den du ja auch gerade angesprochen hast, das ist eine totale Mär. Ich halte das für, mittlerweile halte ich das für totalen Quatsch. Und man sieht es ja auch an den Vereinen, die in den letzten Jahren irgendwie fröhlich ihre Trainer durchgewechselt haben. Ob es der Hamburger Sportverein ist, ob es der VfB Stuttgart ist, der jetzt anscheinend wieder irgendwo auf dem richtigen Weg ist, aber auch Hannover 96, da wird immer so viel Unruhe relativ schnell schon reingebracht, allein so in diese Diskussionskultur, die dann ja auch um so einen Fußballverein herrscht, Medien, dann kommt ein Präsident noch mit rein, der auch irgendwie noch was dazu sagen möchte, dann tun sie sich immer wahnsinnig schwer, dem Trainer dann auch wirklich den Rücken zu stärken und zu sagen, das ist unser Mann und so weiter und so fort. Alle Vereine, die jetzt da unten drin sind, sind auch wegen dieser Unruhe, die sie immer selber mit in den Verein bringen, da unten mit drin. Und ich glaube, dass so Sachen wie Trainereffekte, dass sie dann einfach auch ganz simpel verpuffen, weil die Diskussion geht ja in zwei Spielen schon wieder los. Was passiert denn, wenn Hannover 96 die nächsten zwei Spiele auch verliert? Dann hast du doch schon wieder die nächsten Fragen. Und ich glaube, dass du auch selber quasi, man kann jetzt immer hergehen und sagen, die bösen Medien und die bringen alle, aber du bringst ja selber Unruhe in den Verein mit rein, weil du kommunikationsmäßig das in den letzten Jahren möglicherweise nicht ganz so schlau gelöst hast. Da mal eine Frage zu, weil du kommst ja von den Medien, Sky ist, ja, Medium. Ein Medium. Ein Medium. Und ja. Wir machen ein bisschen was mit Bundesliga auch. Das ist korrekt, ist im Besitz, noch im Besitz der Bundesliga-Rechte, die ja, The kann man ruhig jetzt die. Offiziell sagen, hab die ab nächster Saison. Habe ich gesehen, ihr seid große Konkurrenz. Bei Rocket Beans wahrscheinlich. Genau, habe ich gesehen, ja. Eine Milliarde wollt ihr crowdfunden? Ja, für den Anfang. Mal gucken, wie viel ihr mitgehen könnt. Premier League wollen wir auch noch. Und dann packen wir, ihr wisst aber schon, dass das ja 4 Jahre sind. Ja. Und wir sind jetzt schon bei 2 Milliarden. Also es wäre ganz gut, wenn ihr vielleicht... Wir schmeißen die Fovis in den Club. Wenn wir eins nicht haben, sind es Geldprobleme. Also das ist echt kein Ding. Von daher machen wir so. Aber nur mal eine andere Frage. Du bist ja mitten in diesem Zirkus drin. So, und bei euch ist es ja auch so, ihr entscheidet, worüber berichtet ihr. Was ist das interessanteste Thema? Was hält die Leute an der Glotze? Da gibt es natürlich Bayern München, wo es sicherlich immer interessant ist. Da könnt ihr wahrscheinlich vom Trainingsgelände berichten und gucken mal Leute zu. Aber das ist ja oft so, dass es Vereine gibt wie Augsburg, wie Mainz, wo man das Gefühl hat, da passiert nichts. Das ist ein schwarzes Loch. Die kommen einmal raus da, um zu spielen in der Woche oder zweimal, wenn sie UEFA Cup spielen oder Euroleague heißt es. Aber ansonsten kriegt man überhaupt nichts von mit. Man weiß überhaupt nicht, wie da das Tagesgeschäft ist. Man weiß gar nicht, ob da Menschen leben. und dann gibt es andere Vereine, das sind immer dieselben Vereine. Das ist natürlich Bayern, das ist natürlich HSV. Schalke Dortmund. Schalke Dortmund und so weiter. Was war zuerst, die Henne oder das Ei? So, also was ist euer Anteil und wo bedient ihr nur die Nachfrage? So, weil so ganz unschuldig seid ihr ja auch nicht, oder? Wir jetzt als Sky. Also die Medien, so, die halt auch immer wieder ein Thema suchen. Also seid ihr eigentlich auch Medien? Nee, wir berichten über Medien, wir sind Medien. Also wir, das ist wie der Filmfilm, der besser ist als der Film bei Sat.1. Genau. Exakt, ja, genau. Deswegen seid ihr Medien. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Guck mal, Bremen und Hamburg sind geografisch relativ dicht beieinander, Hannover auch. Mhm. Bei Hamburg passiert ständig irgendein Scheiß, gebe ich zu, die liefern eine Vorlage nach anderen, aber diese Vorlage wird auch regelmäßig verwandelt von den Medien. Und also nicht nur von Sky, sondern auch von Mopo, von allen. Von Abendblatt, von Bild, von allem. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob in anderen Vereinen einfach eine größere Kompetenz vorhanden ist, sodass diese Dinge nicht passieren, oder ob da einfach nicht drüber berichtet wird. Und deswegen diese Unruhe sich gar nicht mehr hoch... Also Werder Bremen funktionieren die Faxmaschinen einfach besser. Das ist natürlich möglich. Aber guck dir doch mal einen Verein wie Köln an, als Beispiel. In Köln war... Köln war ein Verein, den haben wir noch vor 3 Jahren. Irgendwas piept hier, aber egal. Ist es die Halbzeitpause? Köln war ein Verein, noch vor 4 Jahren ungefähr, hätt's die locker mit eingereiht, ja, in diese Chaosgeschichte. Und irgendwann haben die für sich entschieden, wir machen das Ganze jetzt mal komplett anders. Mhm. Wir stellen uns extrem, wie ich finde, hochgradig professionell und toll auf. Mit einem ruhigen, sehr ruhig agierenden Präsidium, mit einem Trainer, der ein Knaller ist, ja, der natürlich auch Medienthemen bedient, weil er eine Type ist und so weiter und so fort, aber offensichtlich auch seinen Job ganz gut macht. Und dann hast du Schmadtke als ganz ruhig und sehr erfolgreich agierenden sportlichen Leiter im Hintergrund. So, seitdem ist in diesem Verein Ruhe, mhm, und seitdem ist auch, da kannst du ja 17, was willst du denn dann für Fragen stellen? Du kannst ja nicht hergehen und sagen, so, wo ist jetzt die Unruhe? Wir müssen jetzt hier, ist doch wieder Karnevalszeit hier, dann geht da doch bestimmt irgendwie alle saufen und so. Nein, da ist totale Ruhe in diesem Verein und es passiert nichts mehr. Und insofern, Henne oder Ei, gute Frage. Ich glaube nicht, dass es zumindest, also für Sky kann ich da auf jeden Fall sprechen, von den Kollegen, die ich kenne, ist niemand da und sagt, okay, ey,
heute ist Montag und weißt du was, spätestens Mittwoch haben wir den HSV wieder so am Pranger stehen mit geilen Geschichten, die wir irgendwie plakativ dahinstellen können, was das für ein Chaosverein ist. Das ist ein Geben und Nehmen. Also du siehst die Vereine schon immer noch in der Verantwortlichkeit für das, was über sie geschrieben wird. Naja, entschuldige, also erstens ist es ja, ist ja mal, erste Pflicht ist ja, dass der Verein seine Hausaufgaben irgendwie vernünftig macht und in einem professionellen Business, in dem er spielt, in dem er auch, wie man ja jetzt gerade, weil du die TV-Rechte angesprochen hast, wo ja ganz viele Vereine um die Ecke kommen und sagen, wir brauchen noch mehr Geld und so weiter und so fort. Mhm. Da musst du natürlich auch in der, als Teilnehmer an diesem Sport, also als Lieferant sozusagen, musst du ja auch ein gutes Produkt, ein professionelles Produkt liefern. Und so, wenn du das nicht tust, dann steht halt natürlich die Meute da. Dann stehen, kommen natürlich Morgenpost und Bild und wie sie alle heißen und auch Sky und die ARD etc. etc. und fragen natürlich nach, weil Fußball mittlerweile so interessant ist, aber letztlich natürlich auch Fußball durch die mediale Präsenz auch interessant geworden ist. Ohne mediale Präsenz kein gesteigertes Interesse. Insofern geben und nehmen. Und man ist immer relativ schnell mit dem Satz, die bösen Medien und so weiter, aber... Lügenpresse. Lügenpresse, ja. Gut, Lügenpressing. Lügenpressing. Du, ich glaube, wir müssen... Sind wir abgepfiffen worden? Ich habe aber noch... Jetzt haben wir dich aber total unterbrochen. Du wolltest doch noch irgendwas zu Hannover sagen. Ja, Pause, ja. Tobi, merkt ihr, was du sagen wolltest? Ich habe noch eine ganz kurze Frage, die müssen wir aber schnell beantworten. Beispiel wieder HSV, weil es Sinn macht, weil wir hier sind in Hamburg. Da kommt sowas wie... Thomas Tuchel, die Verpflichtung wurde als perfekt gemeldet. Das Gleiche hat sich vor ein paar Jahren zugetragen mit Matthias Sammer, als die Verpflichtung als perfekt gemeldet wurde. Wie läuft das? Wer sagt den Medien, die Verpflichtung ist perfekt? Wie lange wussten, also in dem Fall, oder wusstet ihr, wusste Sky schon, dass es Verhandlungen gibt zwischen den Parteien? Wann war der Zeitpunkt, wo man entscheidet, jetzt gehen wir raus und vermelden das als fix, obwohl das ja gar nicht fix ist? Also da musste... Also da hätte ich natürlich jetzt irgendwie dabei gewesen sein müssen, was ich nicht war. Also grundsätzlich kann es ja nur sein, entweder sagt es dir der Verein oder es sagt dir der Trainer oder es sagt dir, was ja beim Hamburger Sportverein gerne mal auch in den letzten Jahren gewesen ist, irgendjemand aus dem Aufsichtsrat oder irgendjemand aus dem Umfeld. Sprich Berater etc. Aber da sind ja schon so viele Personen beteiligt. Also wenn das jetzt nur zwei Leute wissen, dann ist es ja relativ einfach. Aber wenn es 5 oder 10 potenzielle Mitwissende sind, dann kannst du es ja schon nicht mehr kontrollieren, wem die das in der Küche beim Toastbrot sagen oder einem besten Kumpel oder dem Berater. Manche streuen sowas ja, manchmal sind das auch Berater, die sowas streuen. Sky ist ja ein seriöses Medium. Also meine ich ernst. Ja, wirklich so. Und das heißt, ihr würdet ja nicht irgendwas behaupten, von dem ihr nicht sicher seid. Wir müssen Halbzeit machen. War das der Wecker auch, der geklingelt hat? Aber man verkündet doch nichts, bevor es nicht unterschrieben ist. Also das lernt man doch irgendwie, kriegt man doch in die Wiege gelegt. Erst wenn die Tinte trocken ist, erzählt man irgendwas. Ja, so. Oder? Sollte man meinen. Wir reden immer noch von Fußball hier. Ja. So, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Entschuldigung. Wir müssen unser Geld mit Werbung finanzieren. Mhm. Weil wir lassen wir unsere ja Zuschauer gar nicht im Regen macht stehen. Macht das gar nicht. Sky ist ja ohne kein Werbung. Geld haben. Ja. So, wir sehen uns gleich wieder. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis gleich. Schön bei euch.